Irgendwie habe ich nicht mehr so viele Gefühle für dich und. Warum ja, du bist mein bester Freund. Sie hat mir gerade noch gesagt, sie will mit einer Anna spielen. Nee. Ich hatte Angst, ihm zu erzählen und wollte nicht, dass er ausrastet. Ich weiß nicht, wie ich hier hingehen, Digga. Ich bin sauer und irgendwie auch traurig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, schon mal deine Freundin gesehen, die ist so hübsch, irgendwie hat sich auf alles mitgelegt. Lisa, ja, gib's dir Double, ich komme jetzt zu euch, ich werde dich alle. Was passiert, Leute? Auf jeden Fall, ein Abonnent hat zu mir gesagt, dass er meine Hilfe braucht bei einer Sache. Und wie natürlich immer stehe ich natürlich für meine Abonnenten da. Ich werde ihm auf jeden Fall helfen. Der kommt jetzt gleich in die Lobby und erzählt mir seine Story. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Ja, ich kann dich hören. Ja, also ich habe eine Freundin, mit der bin ich seit 2 Monaten zusammen. Okay. Und in letzter Zeit, sie ignoriert mich halt sehr doll, auch in der Schule. Obwohl wir mal in der Pause so zusammen gechillt haben. Sie geht sie immer sagt und immer so, ich gehe zu meinen Freundinnen, aber ich check das irgendwie nicht. Und immer, wenn ich mit ihr reden will, sie ignoriert mich halt auch immer so. Also hast du so einfach so Beziehungsprobleme mit deiner Freundin, oder wie? Ja, wirklich sehr doll. Also es hört sich jetzt noch nicht so schlimm an, sag ich dir ehrlich, aber dann lad sie mal ein, lass mal ein bisschen mit der spielen und so, keine Ahnung. Dann können wir ein bisschen so schauen, so wie sie drauf ist. Dann helfe ich dir ein bisschen, ich stumm sie. Also sie wird mich nicht hören und ich werde dir immer sagen, was du sagen sollst, okay? Ey, ich bin so dankbar, dass du auch in diese Lobby gekommen bist, ne? Also, das ist schon krass. Ja, kein Problem. So, weil du ignorierst mich halt wirklich doll und so und ich weiß halt nicht, was ich jetzt zu dir sagen soll. Ich finde das traurig. Ja, tut mir leid, irgendwie in letzter Zeit, ich habe nicht mehr so viel Zeit und sowas. Ja, aber sonst hast du auch immer Zeit für mich. Ja, letzte Zeit, ich treffe mich halt öfters mit meiner Freundin und alles so. Aber bin ich nicht Teil deiner Beziehung? Warum ignorierst du mich denn so? So, ich meine, das verstehe ich halt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit, ich habe keine Zeit mehr wegen Schule und alles. So. Ey, Bro, weißt du, was du sie jetzt fragst? Frag sie mal, ob sie Lust hat, mit dir wieder auf ein Date zu gehen wie früher. Sag, ey, ich hab Kinokarten besorgt. Hättest du Lust? Mal schauen, wie sie reagiert, Bro. Ey, hättest du eigentlich Lust, mal wieder mit mir so Kino-Date zu gehen, so ein bisschen Popcorn essen? So entspannt einen Film gucken? Ich glaube, ich habe keine Zeit, weil meine Freundin wollte sich schon mit mir treffen. Immer sagst du das, ja? Ich check das nicht so. Ey, Bro, warte. Sag mal ihr, wer ist denn überhaupt diese eine Freundin von dir? Und warum du mehr mit ihr Zeit mit ihr verbringst als mit deinem eigenen Freund? So, das ist doch ein bisschen komisch. Ja. Aber wer ist eigentlich diese Freundin? Kennst du, glaube ich, nicht. Ja, aber das ist komisch, weil eigentlich musst du auch Zeit mit mir verbringen, weil ich bin auch dein Freund. In letzter Zeit, ich weiß nicht, irgendwie ist es schwierig bei ihr zu Hause und da sollte ich halt immer mit ihr Zeit verbringen können. Also sie heißt Anna. Okay, sag mal, schau mal. Kennst du eine Freundin von ihr, die Anna heißt, oder ist es gelogen? Nein, ich kenne gar keine Anna. Eigentlich kenne ich alle Kontakte von ihr. Das finde ich halt so komisch. Ob sie dich noch liebt? Frag sie mal, ob sie dich noch liebt. Das ist eine sehr wichtige Frage. Okay. Melissa? Ja? Liebst du mich überhaupt noch? Ja, was für eine Frage. Ja, weil, du musst dir vorstellen, ich bin echt wirklich traurig. Also jede Nacht, ich bin echt traurig. So. Ich bin auch froh, dass man mit nichts reden kann, so, weil... Immer, egal wann ich mit dir rede, du gehst einfach weg. Du sagst einfach, ja, ich muss zu meiner Freundin. Weil das macht man eigentlich nicht so. Ich verstehe das einfach nicht. So, auch wenn du Probleme zu Hause hast, du hast mir davon noch nicht erzählt. Eine andere kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich ist es nicht so, weil ich bin gar nicht mehr so oft mit meiner Freundin. Nichts, Bro. Nichts. Ja, ja? Was soll ich sagen jetzt? Ich check jetzt nicht, Bro. Was soll ich sagen? Bro, weißt du, was du zu ihr sagst? Sag ihr mal, wie sollen wir das mit der Beziehung weiterführen, wenn du nie Zeit hast, irgendwas zu machen? Das wäre halt mal wichtig, Bro, das zu wissen, dass du halt, damit du halt weißt, was du in Zukunft mit ihr machen willst, weißt du? Okay, danke. Aber wie soll ich unsere Beziehung weiterlaufen? Weil wenn du keine Zeit für mich hast, dann ist es doch voll unnötig, zusammen zu sein. Weil dann verbringen wir gar keine Zeit miteinander. Ich weiß nicht, aber irgendwie in letzter Zeit, ich habe nicht mehr so viel Lust, weil, ja, wegen meiner Freundin halt sozusagen. Ey, Digga, wer ist diese Freundin, Bro? Es ist ganz komisch mit ihrer Freundin die ganze Zeit, ne? Lauren, hörst du mich? Ja, Bro, was ist los? Ich bin richtig traurig. Frag sie mal, ob sie dich betrügt, Mann. Weil das ist schon komisch, was sie da alles über ihre Freundin erzählt und die kennst du nicht mal. Ey, Melissa, betrügst du mich vielleicht? Hä, nein, wie kommst du darauf? Was ist das für eine Anschuldigung? Ja, einfach so. Das ist so komisch. Was soll ich machen? Boah, schwierig, was willst du machen, Mann, ey? Alter, ich muss jetzt auch los, weil Anna lädt mich ein und ich wollte mit ihr spielen. Ja, warum? Weil wir wollten zusammen spielen, wir haben uns verabredet. Achso. Tschüss. Ja, tschüss. Boah, die ist jetzt einfach weggegangen, oder was? Ja, Bruder. Die ignoriert dich ja krass, Mann, warum ist das so? Ich weiß nicht. Kannst du bei ihr zufällig einfach beitreten? Geht das? Ich glaube schon, Bruder.
Weißt du, was wir machen? Du trittest bei ihr in die Lobby rein. Wir gehen jetzt raus, du gehst bei ihr in die Lobby rein. Und danach komme ich auch in die Lobby rein. Und wir schauen mal, ob das wirklich Anna ist, mit der sie gerade spielt. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so schlimm. Und sie braucht einfach nur Zeit für sich und denkt sich, ja, wegen der Beziehung, ich habe keine Zeit für meine Freundin oder so. Und deshalb reagiert sie ja vielleicht so. Also vielleicht ist ja doch nichts Schlimmes. Ja, Bruder, danke schon für die Tipps und so. Ne? Ich lief mal die Runde und trete bei. Ja, okay, passt. Und lad mich ein, okay, weil ich will echt wissen, was jetzt passiert. Ja, Bruder, du musst mir auch Tipps geben. Ich habe echt Angst. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Leute, das ist viel zu krass, Mann, was hier gerade abgeht, ehrlich. Ey Bro, aber sie ist gerade mit jemandem im Lobby, ne? Ich trete einfach jetzt mal bei. Ja, okay, geh rein und lad mich ein, okay? Bis gleich, Bruder. Ja, lad mich dann ein. Und, oh Leute, ich bin echt gespannt, Mann. Es ist crazy, was da gerade abgeht. Aber ich hoffe, der Arme wird nicht betrogen. Er ist mir sehr sympathisch irgendwie und ich mag ihn. Ich hoffe, er wird nicht betrogen von diesem Mädchen. Ey Mario, ist das dein Ernst? Wir spielen nur, hä? Deswegen spielst du mit meiner Freundin? Nein, das finde ich, Bruder. Du bist mein bester Freund. Sie hat mir gerade noch gesagt, sie will mit einer Anna spielen. Ja, sie braucht jemanden zum Reden halt. Also, Bro. Aha. Und wieso redest du nicht mit mir? Digga, was ist das, Junge? Ich dachte, wir wären Freunde. Und du, was machst du jetzt? Sie hat halt zu mir gesagt, dass sie jemanden zum Reden braucht. Also, natürlich bin ich da. Ah, Digga, also, stell du mal ruhig, weil du keine Freundin findest, Digga. Sonst weißt du, wie gut das ist, Digga. Junge, ich spiele nur mit deiner Freundin mehr nicht. Wir haben nichts gemacht. Melissa, warum machst du das? Warum lügst du mich an? Ich wollte mit ihm über unsere Beziehung reden, weil irgendwie haben wir so ein paar Probleme in der Beziehung und ich brauchte jemanden zum Reden. Wieso redest du nicht mit mir? Wir hätten persönlich reden können, alles. Deswegen ignorierst du mich auch in der Schule. Da check ich das auch. Hä, was checkst du? Dass sie mit mir redet? Ja, okay, und? Wer ist diese Anna? Das bestimmt ist die ganze Krise. Warte mal kurz, Bro, ich hab die kurz gestummt. Schau mal. Bro, das ist crazy, was geht hier ab, Digga? Oh mein Gott, Bro, du Armer! Diese scheiß Mädchen, Bro, die betrügt dich einfach, glaube ich, Mann. Bro, das kann nicht sein. Schau mal, du bist reingekommen und dein Freund, dieser Manuel, der war richtig nervös und so, hä? Hast du das mitbekommen? Hast du es gesehen? Ja, ich kenne Kalb oder keine Kaffee, ja. Bro, nein, wie fühlst du dich eigentlich? Ja, Digga, mein Herz ist kaputt, Digga. Ich bin gerade so traurig. Nein, Bruder, warte, aber du kannst es. Also vielleicht betrügst du dich ja doch nicht. Lass mich mal kurz mit dir reden, okay? Warte, ich entstumm die mal kurz. Ja, Bruder, mach bitte. Hallo? Hallo? Ey Melissa, ich habe kurz eine Frage. Also vielleicht, ich bin ein guter Freund von Lauren und er hat mich halt gefragt, so, ob ich mit ihm spielen will. Da habe ich gesagt, ja, kein Problem und deswegen bin ich jetzt auch dabei. Wieso redest du nicht mit ihm über deine Probleme? So, er hat zu mir gesagt, du versteckst dich die ganze Zeit, du hast keine Lust mit ihm zu reden, du verschweigst ihm Sachen und jetzt zockst du noch mit seinem besten Freund halt. So, was soll das? Ich hatte halt Angst, also wir haben Probleme in der Beziehung und ich hatte Angst, dass wie halt reagiert, wenn ich ihn mit ihm rede und deswegen habe ich versucht, mit jemand anderem drüber zu reden. Ja, aber was hast du denn für Probleme in der Beziehung? So, dass er sagt, es läuft alles gut, nur dass du halt nicht Zeit für ihn hast. Ich weiß nicht, irgendwie, ich empfinde nicht mehr so viel für ihn, verstehst du? Okay, und aber wieso sagst du ihm das nicht? Weil ich Angst habe, wie er reagiert. Ja, wie soll er reagieren? Der wird wahrscheinlich halt sehr traurig sein, weißt du? Ja. Ich würde an deiner Stelle ihm das jetzt einfach sagen, aber ey, ich sag dir auch offen und ehrlich, wenn du was mit diesem Typen hast, mit seinem besten Freund, dann würde ich ihm das auch sagen, also ja. Sag am besten die Wahrheit, egal wie schwer es ist, aber es ist halt einfach nicht korrekt. Ja, ich versuche es ihm zu sagen. Ey, Lauren? Ja, was ist los? Ich muss dir was erzählen, aber bitte rast nicht aus, okay? Ja, das ist gut, ich rast nicht aus. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich nicht mehr so viele Gefühle für dich und hab... Wie meinst du das? Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich mich in deinen besten Freund verliebt. Ich weiß nicht, aber... Digga, wie kann das jetzt sein? Tut mir leid, du gerade ernst, okay, Hund? Ja, ich hatte Angst, zu dir darüber zu reden. Weißt du was, halt die Fresse, okay, alle aus der Lobby. Du Kenner warst mein bester Freund, ich schwöre. Ich kann gerade noch mehr ausrasten, aber ich will nicht, Digga. Geh einfach raus, du bist schon mein Freund, du kleine Peach. Mir leid, Bro, aber das ist jetzt meine Freundin. Nein, nichts tut mir leid, Digga. Geh raus aus der Lobby. Boah, du ekliger Alter. Wie kann man so eklig sein, Mann? Wieso machst du sowas? Ey, und ich sag dir echt, Melissa, dass du, so vor allem, dass du mit seinem besten Freund was startest, so, das ist einfach krass eklig, Mann. Während du mit ihm zusammen bist, Mann. Alter Schwede. Ich hatte Angst, ihm zu erzählen und wollte nicht, dass er ausrastet. Ey, Lauren, wie geht's dir, Bro? Weinst du gerade? Ja, Bruder, ich weine. Das tut mir im Herzen weh, Mann. Wie kannst du ihm sowas antun, so ein guter Junge? Alter, es ist dein Ernst. Ganz ehrlich, es ist jetzt komplett vorbei, oder was, mit euch? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon.
Was du glaubst von mir? Ganz ehrlich, du brauchst auch nicht mehr erzählen, du brauchst nicht mehr erklären. Ganz ehrlich, ganz einfach, ihr verpisst euch jetzt. Ich will euch nicht mehr sehen und wollt nicht mehr bei mir ankommen. Vor allem du, Mann, verpisst dich aus meinem Leben und du auch. Ihr seid beide kleine Kacheln, du bist ein kleiner Fisch. Ihr geht einfach weg, bevor ich ausraste. Und ich will euch auch nie wieder mein Ich leben sehen. Geht einfach weg. Ja, also tut mir noch mal leid, aber Bro, was kann ich dafür, dass mein Herz sich einfach an deine Freundin verliebt hat, Junge? Bro, ich sag dir ehrlich, hast du schon mal was davon gehört, Bros before Hoes? Also, auch wenn seine Freundin keine Ho ist, aber trotzdem so. Dein Bruder kommt immer an erster Stelle und dann das Mädchen. So, wie kannst du überhaupt sie anschauen, so mit solchen Gedanken? Sorry, aber es ist halt mein Herz, Bruder. Kann ich nichts machen. Ja, genau, sorry. Deswegen sagst du, ich gönn dir vom Herzen. Ja, wirklich. Ich liefe diese Lobby sofort. Ich will nicht mal von dir hören. Ey, aber Lauren, weißt du, was wir immer unsere schönen Momente hatten? Zum Beispiel auf dem Spielplatz sitzen oder uns die Sterne angeguckt haben? Ja, und jetzt tausche mich um mit so einem kleinen Peach namens Emanuel, Bruder. Ganz ehrlich, dann brauchst du nicht mal darüber reden mit den schönen Erinnerungen. Das war Erinnerung, hast du recht. Ganz ehrlich, Digga. Dann nimmst du lieber diesen Knecht als mich, ganz ehrlich. Ja, Bruder. Tut mir halt wirklich leid, aber so. Stehst du? So, das kann ich dafür. Achso, dafür kannst du. Ja, verliebt sich in meine Freundin, Kinder. Ja, warte ab, Digga, warte ab einfach. Ich weiß nicht, wie ich hier hingehen, Digga. Ich bin sauer und irgendwie auch traurig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ey, ich sag euch offen und ehrlich, ne, sowas macht man. Sowas geht gar nicht, Alter. Also, das ist das Letzte, was es gibt in einer Freundschaft. Und ich wünsche euch auch überhaupt nicht alles Gute oder so. Ich hoffe, ihr habt eine richtig schlechte Beziehung miteinander. Ihr seid echt, ich hoffe, ihr habt einfach eine richtig schlechte Beziehung miteinander, ehrlich. Das gibt's nicht so, dass ihr so unkorrekt zueinander seid. Tut mir leid, aber ich habe schon mal deine Freundin gesehen, die ist so hübsch, Junge, hat sich auf den ersten Blick verliebt. Bro, Lauren, beruhig dich, Bro, heul nicht. Du musst dir vorstellen, Digga, ich dachte mir, er wäre so ein guter Freund. Glaub ich dir, Bro. Die sind durch dick und dünn gegangen, Digga, durch dick und dünn. Und jetzt macht er sowas, weil ich kann meine Freundin haben. Digga, ganz ehrlich, Digga, verpiss dich aus dieser Lobby. Digga, Maul und Scheiße, Digga, gib's dir, Lobby, ich mach euch gerade, ich komme jetzt zu euch. Ich werde dich alle kacken, ja. Oh, okay. Verpiss dich aus dieser Lobby sofort. Verpiss euch, will ich nie wieder hören. Ey, Melissa, hast du letzte Worte, was du Lauren sagen willst, bevor du gehst? Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich in deinen Freund halt, in deinen besten Freund halt verliebt. Ich weiß nicht, aber okay, tschüss. Tschüss, ich bin verpiss dich, Junge! Sorry, dass ich da war, sorry, ich schwör. Tut mir leid. Ja, nein, Bro. Du armer Bruder, was machen wir jetzt, Mann? Bruder, keine Ahnung, du hast alles verloren, Bruder. Was soll ich machen? Ja. Aber tausend Dank, dass du mir hilfst, ja. Kein Problem, Bruder, aber du tust mir echt leid, Mann, ich schwör. So, es tut mir so leid, Alter, was passiert ist. Ich habe jetzt auch keinen mehr an meiner Seite, Bruder, aber mein jetziger Freund. Ich glaube, ich würde einfach an deiner Stelle jetzt mit Gym durchziehen, Bro. Safe, geh ins Gym, Bruder. Mach aus dir eine richtige Maschine. Und wenn du diese Maschine bist, dann klärst du dir 10 von 10 Frauen, die auch wirklich nur dein Herz wollen und nicht irgendwas anderes, verstehst du? Ja, Bruder, das werde ich auf jeden Fall machen. Das mache ich, Bruder, das mache ich. Gym ist immer schon Beste gewesen.